So, jo meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu Cake TV Uncut. Wir reagieren heute auf Skurrus. Der hat nämlich im Stream heute über den radikalen Demokraten geredet, bevor er mein Video geguckt hat. Da gibt es ja auch gerade eine Abmahnung und Anwälte schreiben hin und her. Ich weiß auch nicht, was die letzten zwei Wochen ist das irgendwie so ganz komisch eskaliert. Bruder, warum können wir nicht einfach alle Videos gegeneinander machen, Klicks mitnehmen und davon profitieren? Weißt du, jeder muss irgendwie jeden irgendwie abmahnen, jeder schickt da irgendwelche Klagen raus und so weiter. Junge, chillt doch einfach mal. Also Skurrus ist der Einzige, der es verdient hat, wie heißt sie denn hier, Shoyoka anzuzeigen oder abzumahnen, aber der Rest ist halt, ach der, wir gucken einfach mal also rein der hier. Der ganze Streit mit Shoyoka, den habt ihr ja mitbekommen und wie das Ganze ausgelöst worden ist, habt ihr ja vielleicht noch KuchenTV im Kopf, wo er darüber geredet hat, dass man mit mir ja nicht reden dürfte. Also er hat darüber berichtet, wie Shoyoka gesagt hat, mit mir darf man nicht reden, weil dieser Dara, um den es geht, mit mir in einem Call geredet hat. Das war ganz schlimm. Wurde ja von seiner eigenen Community und von dieser ganzen Szene, dieser ganzen Bubble, wurde ja richtig runtergemacht deswegen. Und jetzt ist es so, dass der die ganze Zeit Blödsinn weiterredet über mich und ich habe den abmahnen lassen. Und der redet da komplett seitdem, also wirklich. Ja, das Doofe für Skurrus ist, dass sich der radikale Demokrat auch meine Anwälte gegönnt hat. Also, oh, ein weirdes Zeug aus meiner Sicht. Das wird spannend. Hartes Geschwurbel, also wirklich hartes Geschwurbel, ganz gefährlich. Der möchte auch nicht, dass alle Meinungen akzeptiert werden. Oder Lisander, gerne. Er möchte so einen autoritären Staat haben, zumindest nehme ich das so die ganze Zeit wahr. Er will halt, er steht halt nicht für demokratische Werte und für Meinungsfreiheit und für die ganzen Sachen. Im Gegenteil, er will das halt alles einschränken und es ist ganz, ganz komisch. Aus meiner Sicht ein Feind der Demokratie. Und derjenige hat mich jetzt im Internet die ganze Zeit versuchte da halt auf Twitch in seinen Streams mich zu diffamieren. Wir können ja mal kurz anfangen, indem wir auf sein Profil gehen. Ich weiß nicht, was da bei ihm los ist, aber da steht zum Beispiel Folgendes. Lothar, dankeschön für den Prime-Sub. Also hier seht ihr auch. Perfekt. Auf Fanboy-Basis He, Him, Skurrus schlimmster Albtraum. Ja, Digga, muss man schon sagen, also so ein kleiner Twitter-Nutzer mit 3000 Followern und ich glaube, der hat im Stream so 200 Zuschauer, also das ist garantiert Skurrus schlimmster Albtraum, muss man schon sagen. Also ganz offensichtlich, der träumt von mir. Geiler Typ, ey. Wenn er mich schon in seine Bio packt, also ganz unangenehm. So, und jetzt hat er Folgendes gemacht. Er hat auf Twitter, also wir haben ihn nochmal jetzt kurz zum Verständnis. Ja, das hat mir Skurrus auch gestern geschickt, wo ich am Autofahren war. Konnte mir das leider erst danach angucken. Ey, das ist so lustig. Er zeigt es ja gleich. Wir haben ihn abgemahnt, ehrlich, aufgrund dessen, dass er mich unter anderem als ein Fascho bezeichnet hat. Und daraufhin hat er seinen Anwalt eingeschaltet. Das Lustige ist, dass er in seinem Stream darüber redet, dass er seine Rechtsschutzversicherung, seine gewerbliche... Ja, guck mal, das ist übrigens aber auch so eine Sache, die ich halt echt scheiße finde. Der radikale Demokrat hat halt gesagt, dass Skurrus ein Fascho ist. Und das ist halt, also erstmal stimmt das natürlich nicht. Zweitens ist das ein wirklich heftiger Begriff. Und ich verstehe nicht, warum diese Bubble diese Wörter so inflationär benutzt, weil du damit einfach die Gewichtung dieses Wortes so in den Müll haust und ich meine Faschos, Nazis, alles was dazu gehört, ist absoluter Dreck. So, wenn du die Wörter aber die ganze Zeit benutzt, so, dann nimmt die irgendwann halt keiner mehr ernst. So, und wenn du dann wirklich mal über solche Leute redest, die so ein menschenfeindliches Weltbild verbreiten wollen, dann nimmt dich einfach niemand mehr ernst, weil dieses Wort einfach keine Gewichtung mehr hat. Ich verstehe das einfach nicht, warum man solche Wörter benutzen muss. Also ganz ehrlich, du kannst ja zu Skurrus wirklich vieles sagen, keine Ahnung, aber du musst doch nicht, also warum musst du ihn Fascho nennen? So, ich verstehe es nicht, es stimmt ja auch nicht mal. So, dann nimm doch irgendein anderes negatives Wort, keine Ahnung, sag, dass er doof ist oder so, anstatt so ein Wort so inflationär zu benutzen. Also schon das ist halt wirklich dämlich. Ja, ist einfach Kampfbegriff. Das ist ja das, was diese Bubble die ganze Zeit macht. So, das hat ja auch Freiraumreh schon bewiesen, dass ich irgendwie in der Bubble bin, ich irgendwie hier rechter Sprecher und wegen Volksverhetzungen verurteilt und so weiter und alles ganz schlimm, weil die sich ja doch gar nicht damit befassen, Alter. Die nutzen diese Wörter einfach inflationär, wie die gerade Bock haben, Alter, und dann ist es in Ordnung. Dass er die nutzen würde. Das Ding ist nur,
Ansprüche aus unerlaubter Handlung, also unerlaubte Ansprüche aus einer unerlaubten Handlung, kannst du in der Regel eben gar nicht geltend machen. Ja? In der Regel werden die Kosten von der Versicherung wieder zurückverlangt. Jetzt ist es so, er hat, nachdem er gesagt hat, ja, die Abmahnung, alles nichts wert und kann man ignorieren, beauftragt aber zeitgleich die Kanzlei Höcker. Das ist die, die auch KuchenTV zum Beispiel hat, oder Tobias ist einer der Höcker, bester Anwalt. Ich sag mal, Öffentlichkeitsrechtler in ganz Deutschland, zumindest dafür bekannt. Ne? Und hat diese beauftragt. Das Ding ist nur, die Anwälte dort, das sind Spitzenanwälte. Die kosten circa 400, 500 Euro die Stunde. Ne? Die arbeiten nicht auf RVG-Basis. Guck mal, wisst ihr, was das Lustige ist? Der kannst du auch keinem erzählen. Ich kriege jetzt einfach Rabatt bei denen, weil ich da so viele Fälle habe. Kein Spaß. Digga, das ist halt echt dumm. Stell dir vor, du hast als YouTuber so viele Fälle bei denen, dass sie sagen, Bruder, gib Mengen Rabatt, Alter. Der ist also auf die Recht, also auf diese Standardgebühren. Und das bedeutet, er hat hier seinen Anwalt kontaktiert, ohne die gewerbliche. Ja, aber guck mal, das Ding ist, das muss man ja auch wirklich einfach mal sagen, es ist ja nicht mal so, dass ich Leute abmahne oder so, sondern ich krieg die ganze Zeit irgendeine Anwaltscheiße zugeschickt von irgendwelchen anderen, die nicht mal eine Chance haben. Es ist ja wirklich nachweislich so. Shoyoka hat keine Chance, Isam Bayern wurde vor Gericht zerrissen. Ja, wartet ab, wenn das Urteil da ist, kommt das Video. Ich habe ihn so obst genommen, beziehungsweise haben wir hier schon drauf reagiert, auf Tobias Huch, der hat ja auch schon darüber geredet. Dann, keine Ahnung, jetzt kommt Abdel. Abdel will mich jetzt auch vor Gericht ziehen, weil ich diese Story mit dem Mädel da erzählt habe, wo er beschuldigt wurde, sie gehauen zu haben und ja, sie angefasst zu haben, obwohl sie das nicht wollte. Und ich glaube, das war's, ne? Oder kam noch was? Ich glaube, das war's. Ja, und Digga, das ist halt. Das gewinne ich halt alles. Aber es sind alles Kosten, die du hast. Also Isam Bayern kann mir erstmal Geld wiedergeben, wenn das Urteil da ist. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich so 4.000, 5.000, 6.000 Euro auf Ehrenbruderbasis. Aber wir gucken mal. Vor allem, ich glaube, das Urteil sollte sogar schon da sein. Ich guck mal. Ach, ich muss mich heute zu Web anmelden. Das bedeutet, er hat alleine für die Erwiderung auf die Abmahnung, die wir ihm geschickt haben, ja, ich schätze mal, der Anwalt hat da 3-4 Stunden dran gearbeitet. Dann wird er Kosten zwischen 1.000 und 2.000 Euro gehabt haben. Boah, ich glaube mehr. Vielleicht. Und das war jetzt nur die Antwort auf die Abmahnung, die wir geschickt haben. Jetzt ist die Frist abgelaufen. Er hat ja die Abmahnung quasi. Dass die Gerichte mit so Hauptschuldrama geflutet werden. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also keine Ahnung, das Ding ist also an sich, ne, jeder hat natürlich andere Präferenzen im Leben, sage ich mal. Ne, was für den einen schlimm ist, ist für den anderen halt irgendwie Kinderkacke. Also ich finde es auch lächerlich. So, guck mal, was mich halt daran stört. Zum Beispiel Isam Bayern, ne? Der hat mich ja abgemahnt, weil ich halt irgendwie so ganz viele Sachen über ihn gesagt habe. Ich glaube auch Fake News verbreiten und so. Ich müsste nochmal nachgucken. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Und ich habe ja vorher auch mit meinem Anwalt geredet. Und er meinte so, ja Bruder, wir gewinnen halt mindestens 95% der Sachen. Vielleicht sogar alles. Oder alles ist unwahrscheinlich, weil, ja, also wahrscheinlich der Richter wird ihm irgendeinen Punkt recht geben, dass der irgendwas kriegt oder so. Geht man von Haus so, ne? Das wäre irgendwie komisch, wenn nicht. Bei irgendwie 17 Sachen, die der da angezeigt hat. Oder abmahnen wollte. So, also der Anwalt von Islam wird ihm aber auch gesagt haben, dass er vor Gericht wahrscheinlich verlieren wird. So, weißt du, dann verstehe ich es nicht. Okay, es gibt jetzt Äußerungen über dich im Internet, die vielleicht nicht positiv sind, weil du halt auch viel missgebaut hast, ne? Zum Beispiel Islam Bayern hat mal in einem Video erzählt, dass es so ein Vergewaltigungsfall in der Kita in Chemnitz, ich bin mir gerade nicht sicher, also irgendwo gab es angeblich eine Vergewaltigung von einem Erzieher gegen ein muslimisches Kind. Und da hat sich die Mutter halt heulend vor die Kamera gesetzt, hat gesagt, hier, alles doof und die Polizei hat gar nicht ermittelt und so weiter. Und Islam hat ein Video gemacht, wo er auch meinte, so ja, und dann ist sie zur Polizei gegangen und da war kein Dolmetscher, deswegen Koblenz, genau. Ja, dann das Kind wurde auch gar nicht untersucht, weil es war kein Dolmetscher da, irgendwie erst nach 3 Tagen oder so. Und Bruder, die Polizei selber hat schon vorher gesagt, dass es Fake News sind. Also es ging nur darum, da zu hetzen und irgendwie dieser männliche Erzieher, der dann da ins Schussfeld natürlich gekommen ist, weil da die ganzen Leute draufgehauen haben auf das Thema irgendwie, der hatte dann Personenschutz, die Kita musste geschlossen werden und ich glaube, der hatte sogar einen Schlaganfall, weil der so viel Stress dann hatte und so. Ich glaube, dem wurde auch geraten, seinen Namen zu ändern, das weiß ich aber nicht mehr. So,
Und Digga, dann bist du doch selber schuld, wenn du da so ein Video machst. Und dann ist doch klar, dass ich das auch sagen darf. Und ich darf auch sagen, dass du da Fake News verbreitet hast und dass du da gehetzt hast. So, und dass er dann deswegen vor Gericht geht, einfach weil er nicht möchte, dass man, wenn man jetzt Isam Bayan eingibt, dass man das halt findet. Ja, Bruder, das ist aber nicht mein Problem. So, und es ist klar, dass ich da gewinne. Warum geht man vor Gericht? Es sind unnötige Kosten, auch für mich. So, Wuchsart. Und Yoshi, dankeschön für die Subs. So, ich verstehe es wirklich nicht. Es macht einfach keinen Sinn. So, weißt du, wenn ich jetzt wirklich mal was richtig Schlimmes mache und jemand mahnt mich dann ab, ja, okay, Bruder, dann mach, aber diese ganze Kacke, Alter, das ist so unnötig. Zurückgewiesen und daraufhin hat er einen Tweet gemacht und dieser Tweet, also ich fasse es nicht, das hat er wirklich, hat er so reingeschrieben, er hat Folgendes reingeschrieben: Skurrus Anwalt hat übrigens aufgegeben gegen mich. Ihr dürft ihn jetzt auch Faschist oder Rechtsextremist, Kuto, Verschwörungsideologe etc. nennen. Und sollte er euch trotzdem abmahnen, dann schicke ich euch meine Verteidigungsschrift zu. Viel Spaß damit. Guck mal, das ist halt auch schon, also das ist auch an Dreistigkeit wirklich nicht zu überbieten. Guck mal, das Ding ist, man kann über Skurrus kann man ja, man kann ja halten von ihm, was man möchte. Ja, okay, er hat auch vor ein, zwei Monaten ein paar dumme Takes und so weiter gebracht, alles in Ordnung, ja. Aber andere aufzustacheln, ihn jetzt Faschist zu nennen, Rechtsextremist, Verschwörungsideologie, Ideologe oder so weiter, was soll das? Also ich meine, es ist doch klar, dass diese Wörter auch auf ihn überhaupt nicht zutreffen. Warum möchtest du andere anstacheln, solche Sachen über ihn jetzt zu behaupten? Digga, wie kann man so ein Mensch sein? Ich verstehe es nicht. Der ist so verblendet in seiner Ideologie, Digga, wirklich. Hä? Also, ich habe das ja schon gemerkt, dass der Dara überhaupt keine Ahnung so, von ich wollte mit dem Anwalt schreiben. Also, er versucht ja da so seinen eigenen Staat irgendwie haben zu wollen mit beschränkter Meinung und unterdrücken und mit Sperren zensieren, so ganz, ganz komische Ansichten. Und, also, ich weiß nicht, der hat noch nie wahrscheinlich eine Abmahnung in seinem Leben bekommen. Ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt. Ich war gestern zu dem Zeitpunkt auf KickLive und da habe ich Folgendes gesagt. Finden die Anwälte das gut, dass ihre Arbeit weitergegeben werden soll? Smoothie, danke für den Prime Sub. Das ist eine gute Frage, ne? Wahrscheinlich nicht, weil die wollen ja Geld. Also wahrscheinlich finden die das nicht gut, wenn du jetzt einfach das andere schickst. Die dürfen das, das Lustige ist, die dürfen das auch gar nicht so weit, also gut, wahrscheinlich halt zuschicken und dann gibt man das dem Anwalt, den man beauftragt, damit man Geld spart. Wahrscheinlich ist das irgendwie so gemeint. Aber auch das ist halt... Jetzt müssen wir kurz was raussuchen, Leute. Danke, Kater, bester Mann. Das war mein Stream hier. Also, ich spiel's einfach ab, warte. Kennt man den, mit dem er das streamt? Also, das hier hat gerade Dara gepostet. Um 14.19 Uhr. Wir haben davon gerade Wind bekommen. Er schreibt Skurrus an, weil er hat übrigens aufgegeben gegen mich. Ihr dürft ihn jetzt auch Faschist oder Rechtsextremist, Verschwörungsideologe etc. nennen. Das und solltet ihr euch trotzdem so ein bisschen, ne? Abmahnen, dann schicke ich euch meine Verteidigungsschrift zu. Viel Spaß damit. So, wir hätten den Klapp hier abspielen können. Ja, Memify einfach ab hier, ne? Wie spät haben wir es? 17.30 Uhr. Ich bin gespannt, wie lange dieser Post online bleiben wird. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die Korrektur von diesem Tweet kommt. Heute haben wir den 17.07. 17.33 Uhr. So, das war um 17.33 Uhr. Tweet ist gelöscht. Tweet ist gelöscht. Digga, jetzt schickt mir Monte eine Sprachnachricht. Ich müde mich mal kurz. Bin ein besorgter Bürger, nur ein besorgter Bürger. Bin ein besorgter Bürger, nur ein besorgter Bürger. Komm, meine liebe Kleine. So, alles klar. Erdan, dankeschön für den verschenkten Sub und Ise B für den Prime Sub. Das war 5 Minuten später. Nach fünf Minuten einfach gelöscht, ey. Ja, es ist halt, der Tweet ist halt auch grenzdumm einfach, ne?
Das war 5 Minuten später. So, und jetzt. Hab ich Spanner gerade im Stream gehört? Nee, ne? Und jetzt gehen wir die Sache nochmal durch. Also, er hat das hier getweetet. 5 Minuten später. Also, mein Anwalt hat dann diese E-Mail geschrieben, ne? Hat geschrieben, gut. Sehr geehrter Herr, bla bla bla, Sie posteten gerade, und dann hat er den Tweet angehangen. Und dann schreibt mein Anwalt, wie kommen Sie darauf zu behaupten, ich hätte aufgegeben? Wir bereiten aktuell das Verfahren gegen Sie vor. Das nimmt Zeit in Anspruch. Sie verbreiten eine unwahre Tatsachenbehauptung. Ich gebe Ihnen Zeit, Ihren Tweet zu korrigieren und richtigzustellen, und zwar unverzüglich. Sollte dies nicht geschehen, so wird allein wegen dieser Aussage ein Verfahren gegen Sie eingeleitet. Sie können Ihre Fehde gerne untereinander austragen, aber was Sie jetzt machen, überschreitet auch aus meiner Sicht eine Grenze. Ich verstehe auch nicht, was Dara mit diesem Tweet überhaupt bezwecken wollte. Also das ist ja, also... Ich verstehe den Sinn auch nicht, was er damit jetzt aussagen wollte. Warum er da jetzt Leute aufstachelt. So, es macht keinen Sinn. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Nick Sarafi, Rechtsanwalt. Daraufhin, Tweet gelöscht. Ja. Und daraufhin folgende Antwort von ihm. Skurros Anwalt hat mich jetzt freundlich und eilig in mehreren fixen Mails darum gebeten, den Tweet wieder runterzunehmen. Wenn er da was gegen mich was in der Hand gehabt hätte, dann wäre das ja schlauer gewesen, mich machen zu lassen. Hä? Hä, warte mal, das verstehe ich jetzt nicht. Also, wenn er da was gegen mich in der Hand gehabt hätte, also er meint ja den Tweet, wenn der Tweet jetzt schlimm gewesen wäre, dann wäre es schlauer gewesen, den online zu lassen? Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Bin ich dumm? Also, es macht ja dann, also, der Tweet ist ja, also ist ja eine unwahre Tatsachenbehauptung. Man könnte ihn ja dafür abmahnen, das ist ja gelogen, was er gemacht hat. Natürlich will er, dass der Tweet runtergenommen wird. Hä, ich verstehe es nicht, also, Alter. Ich verstehe es wirklich nicht. Denk nochmal nach, ich verstehe es nicht, Digga. Unangenehm. Alter Schwede, das ist so. Weißt du, und guck mal. Das ist so unangenehm. Das müsst ihr euch mal überlegen, Digga. Diese Bubble ist so krass verblendet und kann so wenig mit Kritik umgehen und kann so wenig irgendwie andere Meinungen akzeptieren. Guck mal. Du postest eine ganz klare, unwahre Tatsachenbehauptung, weil Skurros und seine Anwälte haben nicht aufgegeben, sondern die gehen dagegen vor. Das dauert nun mal seine Zeit. Er postet es aber einfach, sagt, dass man jetzt Skurros als Faschist nennen soll. Dann sagt der Anwalt sogar, hey, das ist unwahr, wir gehen gegen dich vor. Und anstatt einfach zu sagen, hey Leute, das war falsch, sorry, die Klage wird gerade vorbereitet gegen mich, versucht er selbst das noch umzudrehen, sodass er trotzdem Skurros damit kritisieren kann und seine Anwälte. Digga, ist der... Ey, der Typ Chris ist Khan, also Dankeschön. So eine Lachnummer, ne? Aus meiner Sicht, wirklich. Also, wie kann man sich so blamieren? Ich fass es nicht. Ey, der Typ gibt generell ganz komische Takes von sich, ne? Kalte, danke schön. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in sein VOD rein. Denn da hat er auch was Lustiges von sich gegeben. Ey, diese das ist diese Freiraum-Re-Bubble. Das ist diese Team Shoyoka-Bubble, sage ich jetzt einfach mal. So, gucken wir mal, was er gestern im Stream dazu gesagt hat. Sonst machen wir uns heute einen gemütlichen Tag, würde ich sagen. Digga, hört er wirklich Schlagermusik in seinem Stream? Alles okay? Warum so steht ja, ich weiß schon, dass ich irgendwas sagen kann. Und nicht Korrektur. Ich hab Hunger. Dani, dankeschön für den Prime Sub. Den Tweet jetzt. Achso, warum die Löschung auf Twitter so schnell und nicht korrigiert? Naja, da gab's nichts zu korrigieren. Da hab ich da gerade... Was soll ich da korrigieren? Oh, Digga. Digga, komm mal ganz ehrlich. Digga. Oh, ist das dumm, Alter. Guck, ihr müsst mir überlegen. Also, er postet, jo,
Der Anwalt hat zurückgezogen, die verklagen mich nicht, die haben aufgegeben. Der Anwalt sagt, nein, wir haben nicht aufgegeben. Und er sagt jetzt, nö, gibt doch gar nichts zu korrigieren, war doch richtig, was ich gesagt habe. Der bist du auf den Kopf gefallen, Alter? Junge. Es ist halt... Ach, halt's Maul, ehrlich. Alter. Ich habe ja klargestellt, da habe ich mehrere Mails bekommen, sehr eilig. Von einem Anwalt, bitte nehmen Sie das wieder runter, bitte, bitte. Erstmal sehr, sehr streng, nehmen Sie das wieder runter. Und dann kam noch eine Mail, bitte, bitte, nehmen Sie das runter, das ist nicht okay, was Sie da machen. Und dann hast du eine falsche Tatsache geäußert. Nee, wieso? Ey, ich komme darauf nicht klar. Nö, wieso? War doch richtig, was ich gesagt habe. Ihr könnt ja jetzt alle fast schon, denn alles gut. Warum hast du es dann gelöscht? Stimmt, warum hat er es gelöscht? Welche falsche Tatsache? Welche falsche? Er hat nicht damit gerechnet, dass wir die Mail leaken. Es ist wirklich unangenehm, wirklich. Ach, war das noch vor dem Leak der Mail oder was? Alter, das ist ja... Boah, Digga. Also wenn das vor dem Leak der E-Mail gewesen ist, dann ist es ja... Also gut, danach wäre es eigentlich noch dümmer, ne? Davor kann man wenigstens behaupten, da war nichts falsch, so, okay. Aber Junge, Skyros hat ihn ja einfach komplett zerstört dann. Oder war das davor? Also wenn erst der Tweet kam und dann der Stream, ist es ja also grenzdebil dumm. Wenn er es davor gemacht hat, dann kann man wenigstens sagen, ja okay, ich bin einfach nicht kritikfähig, weil ich ein kleiner Typ bin, der ideologisch komplett verblendet ist und ich kann keine Fehler zugeben, aber kritisiere irgendwie alles, was im Internet rumläuft und nicht meiner Meinung ist. Aber er versucht es trotzdem noch in seinem Stream zumindest irgendwie so zu verkaufen. Vor allem, guck mal, weißt du, das Ding ist, ihr müsst euch auch einfach mal überlegen. Guck mal, selbst wenn ihr jetzt gesagt hättet, ja okay, das war tatsächlich falsch, die bereiten gerade die Klage vor. Das wäre ja nicht mal schlimm. Also das ist jetzt ja kein Punkt, wo man sagen würde, hey, das ist jetzt aber ganz, also natürlich ist der Tweet dumm trotzdem und auch Leute dazu zu bringen, irgendwie ihn Faschist zu nennen, ist auch absolut dämlich. So, aber at least könnte man halt sagen, so ja, ich dachte halt, die gehen nicht gegen mich vor, war halt falsch. Das ist ja jetzt auch kein großer Fehler. Der hatte ja irgendwelche Gründe eventuell, um davon auszugehen, Digga, keine Ahnung. Also, weißt du, ist genau das gleich wie mit MikiTV und dem Vertrag, das sind so Dinge, es lohnt sich gar nicht zu lügen. Es lohnt sich gar nicht dafür zu lügen, weil wenn es rauskommt, dass du gelogen hast, und eigentlich war es klar, dass es rauskommt, weil das Gross das veröffentlicht, das hätte ich dir auch sagen können, es macht gar keinen Sinn. Warum können sich, weißt du, das sind genau die Leute, Kaite, danke für den verschämten Sub, das sind genau die Leute, die mir dauernd vorwerfen, dass ich kritikunfähig bin. Dass ein Anwalt aufgegeben hat. Ja. Kam keine Abmahnung mehr und kam, ja klar, okay, ein Anwalt. Warte mal, okay, stopp. Also es kam nicht um, also das, da fängt das schon an. Da kam keine Abmahnung mehr. Dara, so funktioniert das nicht. Man mahnt einmal ab. Dann hast du die Möglichkeit zu entscheiden, gehe ich drauf ein oder nicht. Und danach gibt es entweder ein Klageverfahren oder nicht. Guck mal, der Radikale, der hat mich bestimmt gesperrt, oder? Und nicht eine zweite und dritte und vierte Abmahnung. Hä? Digga, aber er hat mich nicht geblockt, Alter. Ehremann an dieser Stelle. Junge, was geht? So. Also. Ihr meintet, die Bubble steht nicht hinter ihm. 158 Antworten. Wir gucken mal. Skrulls Anwalt hat mich jetzt freundlich und eilig. Ach so, mal gucken. Okay, würde gerne fragen, ob du einer der letzten Tage unter Drogenkonsum stand. Jetzt kannst du bitte darauf antworten. Wird das gemeldet? Einbildung. Ja, gut, aber wer jetzt zu seiner Bubble gehört und wer nicht, das weiß man jetzt natürlich nicht. Aber gut, dass er da kritisiert wird, das war klar, ne? Also. Lebst du? Und jetzt dein Zurückrudern? Achtung! Halt gibt offiziell normalerweise nicht auf, ja? Was heißt auch dieses offiziell? Wir bereiten eine Klage gegen dich vor. Das ist die logische Schlussfolgerung dessen. So, und dementsprechend normalerweise machen die das. Er hat drei Tage gewartet, gesehen, kommt nichts mehr, alles klar, hat aufgegeben. Ja, das ist halt, also Digga, das ist. Also gut, keine Ahnung, ja, ich überlege gerade, gut, wenn du jetzt noch nie einen Rechtsstreit oder sowas hattest, ich überlege gerade, kann man dann davon ausgehen, dass das so läuft? Eigentlich nicht, oder? Also ich sag mal, der macht doch auch so politische Sachen, der wird doch auch mindestens, also so ein bisschen was,
so rechtlich wird er doch mitbekommen oder so, so, wisst ihr, wie ich meine? Also ein bisschen was weiß man ja trotzdem, selbst wenn man jetzt noch nie ein Verfahren hatte. Bruder, wie soll man denn 3 Tage, nachdem ein Anwalt geantwortet hat, wie soll es denn weitergehen? Nicht, das stimmt. Hast du dich gebräunt in der Sonne? Aber, ne, also diese... Die Anwälte geben dann auf, wenn der Mandant ihnen das sagt. Und nicht, also, wo, also, der, also ich wusste bestimmt, ja, alleine Briefversand dauert schon 2 Tage, ja. Rechtsverständnis hat, ne? Und dann so, ja, okay, wie, ne, also... Warum zittert, warum, was ist denn da los? Warum stotterst du denn, Dara? Was ist denn los, Dara? Sieht aus wie ein deutscher Operettenarm, ein bisschen mehr. Luft holen. Die sagen halt einfach nichts. Ja, du schreibst denen die Verteidigung, die schauen sich das Ganze an und die werden jetzt halt nicht sagen, oh ja, okay, dann geben wir auf und so weiter, sondern komm, die machen du, dann halt einfach man muss auch mal, man muss auch mal wirklich sagen, so kein Front oder so, ne, aber diese Woke-Bubble, mit der wir gerade Beef haben, so Freiraum-Reh, Shoyoka, der radikale Demokrat, Dave Mitte Links oder wie auch immer der heißt, die sind halt auch wirklich alle argumentativ dumm. Also wirklich, ich habe noch nie eine Bubble gesehen, die so verblendet ist, die so wenig Kritik einsehen kann, die sich so schlecht rausredet, die so schlecht argumentiert, wirklich. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Und ich mache seit irgendwie 10 Jahren diese Meinungsblogs. Also das, was gerade abgeht, ist wirklich mit Abstand das Schlimmste, was ich da jemals wahrgenommen habe. Und es ist nicht mal nur eine Person, es ist eine ganze Bubble, die sind alle so. Weißt du, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit 10 Leuten chille, ja, dann ist einer vielleicht ein bisschen dümmer als der andere so, ne? Der eine kann vielleicht besser argumentieren, der andere nicht. Aber die sind ja alle so. Jeder einzelne von denen ist so. Nix mehr. Hä? Dara, du bekommst eine Klage. Denkst du, ich hab geblufft? Weil sie das sozusagen den Druck aufrechterhalten wollen. Es geht ihnen nicht um. Also, du brauchst. Also, er versucht wirklich seinen Zuschauern zu verkaufen. Das machen die ja schon die ganze Zeit. Dass die Abmahnungen ja nur dazu dienen würden, andere Menschen unter Druck zu setzen. Dass ich einfach mein Recht einklagen möchte, damit darüber redet er gar nicht. Das hält er gar nicht für. Er denkt, das wäre ein legitimes Mittel, Menschen unter Druck zu setzen. Nur dafür wäre das Mittel da. Ey, das ist highly beängstigend, was der betrocknet. Also, du kannst ja nicht behaupten, was nicht stimmt. Doch, kann ich. Tatsächlich. Dann trau dich, das nochmal zu tweeten. Warum hast denn du den... Ja, warum hat er den Tweet denn dann gelöscht, hä? Verstehe ich auch nicht, also darf er doch. Tweet dann überhaupt gelöscht? Ja, das ist, ich komme nicht drauf klar. Also du sitzt in deinem Stream und sagst ganz offiziell, dass man falsche Tatsachenbehauptungen in den Raum stellen kann. Das könntest du. Das kann man nicht. Zumindest nicht ohne Konsequenzen, mögliche Konsequenzen. Tatsächlich. Sozusagen, also... Auch wenn ich jetzt nicht den festen Beweis dafür habe, kann ich das so behaupten. Da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Hey, da habe ich... jetzt war krass am Image der LGBTQIA. Und zwar krass, ziehen so viel in den Schmutz. Ja, safe. Das Gute ist aber, muss man sagen, dass das, worüber wir jetzt gerade so diskutieren, über diese ganzen Abmahnungen, Anzeigen und so weiter, dass glücklicherweise das LGBTQ-Thema einfach, also eigentlich gerade kein Thema mehr ist, ne? Also wir reden ja jetzt gar nicht mehr irgendwie darüber, über Transpersonen oder Hogwarts Legacy oder so, wo ich auch wirklich froh drüber bin, weil ich habe halt Real Talk in den letzten Wochen so viele Nachrichten von, keine Ahnung, Schwulen, Lesben, Transpersonen und so weiter bekommen, die alle gesagt haben, so hey, sorry, dass die so ein schlechtes Licht auf uns werfen, die, wie heißt das hier, nicht... Oh, wie heißt denn das, wenn man so helikoptermäßig, weißt du, so die wollen zu viel für uns machen in dem Sinne und schaden uns einfach nur mehr und so, und die Leute haben da selber keinen Bock drauf, die selber zum Beispiel trans sind, so die wollen das gar nicht, dass diese Leute sich für die einsetzen. Und ich habe auch mit 1-2 anderen großen YouTubern geredet, die haben auch genau die gleichen Erfahrungen gemacht, dass da auch, dass die super viel mitbekommen haben, auch keine Ahnung, wenn man selber jetzt Freunde aus LGBTQ hat, so die auch alle gesagt haben, ey, das ist so Schmutz, was die machen. Ja, weil man sieht ja, wie die argumentieren halt offensichtlich, ne? Und ich finde das wirklich schade, ne? Weil diese Leute leider unter Diskriminierung immer noch leiden, was absolut dämlich ist, ne? Weil jeder Mensch ist gleich viel wert, scheißegal, welche Hautfarbe, Sexualität, Herkunft, whatever du hast. Und ja, die Leute ziehen das einfach in den Dreck und merken es nicht mal, um sich selber als Gutmenschen einfach darzustellen, ne? Remy und Mann, danke endlich schön. Endlich mal Zeit für deinen Stream gefunden. Wie war dein CSD noch? Warst ja echt gut am Abfeiern, hoffe. Möchtest du hier, das ist zum Beispiel eine Falschbehauptung. Ich habe keine Ahnung, wer Michael Aurelius ist. Gesehen, dementsprechend
Adoro freut sich auch sehr darüber, dass Carola Rakete. Ah, ne, super krass. Cool, aber ich hab sie tatsächlich. Come on, du kannst in den Chat von jedem gehen. Pass auf, ich muss euch jetzt leider bannen, weil ich hab jetzt leider gar keinen Bock darauf, dass ihr jetzt hier ankommt und hier rumschwurbelt. Ey, diese Bubble, ich kann das nicht mehr. Ich kann das echt nicht mehr. Leider, ich muss leider bannen, Digga. Es tut mir wirklich leid. Ich würd auch gerne jetzt mit euch reden, aber leider muss ich euch bannen. Wir können natürlich gerne und sachlich darüber unterhalten. Du denkst, dass eine Abmahnung ohne Konsequenzen bleibt. Ja, klar. Digga. Wir können hier gerne sachlich drüber reden. Sagt der Typ, der einfach bei Twitter postet, hey, ihr könnt ihn jetzt fast schon nennen. Nö, ich habe den Tweet nicht gelöscht, weil der Anwalt das gesagt hat. Ich darf das posten, alles gut. Wenn ich dagegen verteidigst, dann und du, also nur so zur Information, ne? Wenn Skurus mich vor Gericht ziehen möchte. Nein, werde ich. Gewinne ich. Zu 100%. Ah, ja, also okay. Nur so, ne? So. Also deswegen, also ich mache mir da wirklich null Sorgen. Und das wäre das Dümmste, was Skurus machen könnte. Wirklich. Also bitte, zerre mich vor Gericht. Wunsch erfüllt. Ist auf dem Weg. Digga, Alter, wirklich. Weißt du, guck mal, das ist schon eine Sache, die ich aus logischer Sicht überhaupt nicht verstehe. Diese ganze Bubble geht ja wirklich auf gar nichts ein, was irgendwie minimal kritisch ist. Oder auf andere Meinungen. Jeder wird blockiert. Ne? Sieht man ja auch da wieder. Shoyuka macht das Gleiche. Freiraumreh macht das Gleiche. Aber alleine, wenn man logisch denkt, du kannst doch nicht in deiner, also nur in deiner Bubble leben, die nur von Ja-Sagern umgeben ist. Also das ist doch Real Talk einfach das Dümmste, was man machen kann. Wenn man sich für andere Meinungen verschließt und nur noch die eigene Wahrnehmung, die eigenen Punkte, sage ich mal, in der Bubble hat, wo einem immer alle zustimmen, weil es doch automatisch passiert, dass man sich dann so radikalisiert, beziehungsweise halt so, ja, krasser wird natürlich, weil man immer gepusht wird, so egal was du sagst, es stehen immer alle hinter dir, alle sagen immer, ja, jede Meinung von dir ist die richtige. So, alleine aus logischem Denken ist es doch schon klug, nicht nur in seiner Bubble zu leben und auch mal auf Kritik einzugehen. Weiß ich, versteh's, weil mir wurde jahrelang immer vorgeworfen, dass ich nicht mit Kritik umgehen kann, obwohl ich bin auf jedes Video, sagen wir hier im Stream, reagiert, was gegen mich erstellt wird, so, weil ich mach das gerne, so. Und diese Bubble hat noch nie, sind die vernünftig auf Kritik oder sonst irgendwas eingegangen, sondern sie hetzen, sie begehen Rufmord, sie labern Scheiße, dann werden sie dafür zu Recht kritisiert und dann wird es einfach ignoriert und jeder wird weggebannt, der das irgendwie anspricht. Ey, ich will nicht wissen, wie viele Leute bei Freiraumreh seit meinem Video gebannt worden sind. Ich würde sagen, vierstellig eventuell sogar. Anstatt auf die Kritik einzugehen, oder sie muss nicht mal drauf reagieren, wenn sie einfach sagen würde, so, hey, ja, ich habe da ein bisschen übertrieben, tut mir leid, ist ein sehr emotionales Thema, ich entschuldige mich bei Skurus, so, das würde schon reichen. Aber nein, wir sind perfekt und wir sehen keine Fehler ein. Es triggert mich so krass, weil es würde mich nicht triggern, wenn die nicht so von sich überzeugt wären. Weißt du, wenn das jetzt, wenn die nicht von sich überzeugt wären, wäre es egal, Digga, aber das ist wirklich, also, Junge, Junge, Junge. Ja, mach das. Mach ich auch. Wirklich? Ja, mach ich auch. Weil ich gewinne dort. In allen Fällen. Also, stehen seine Chancen. Naja, also Skurus ist halt nachweislich kein Faschist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass vor Gericht gesagt wird, nein, man darf ihn Faschist nennen. Ich glaube schon, dass das verboten wird. Man muss natürlich aber sagen, wie gesagt, der radikale Demokrat hat halt die Höcker-Anwälte genommen, die ich auch habe. Aber halt nicht den ich da habe, sondern anderen, so wie ich gehört habe. Und die sind halt schon sehr gut, muss man sagen, ne? Aber die können natürlich auch nichts retten, was gar nicht geht, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Alex, ah, dankeschön für den Sponsor, okay, 3 Monate im Voraus. Okay. Einfach keine Sorgen machen. Keine, okay. Das Ding ist, Leute, um das mal kurz aufzulösen, also ich gebe euch jetzt mal, ey, das ist, also was ihr da talkt, ist sehr witzig. Also, tatsächlich ist es Chef Strubbel ist mir gefolgt, echt, oder was? Nudel, also, dankeschön für den Satz. Verlieren. Ich kann auch die Klage gegen Shoyuka verlieren. Ich kann auch die Klage. Man kann sogar jede Klage Junge, verlieren. Was geht? Jeder, bei der Kuchen mal einen Prozess geführt hat, aber ein bisschen sich mit Jura auskennt. Habe ich dich nicht mal verteidigt? Weiß, dass sehr viele Sachen. Warst du doch, oder? Wo die dir wie Transfeindlichkeit vorgeworfen haben? Auch richterabhängig sind. Ne? Und es, da spielen viele Faktoren einfach eine Rolle. Ja. Das heißt. Ja, das Lustige ist, ich habe auch von anderen YouTubern gehört, in dieser Bubble von Demokrat und Finessi und wie die alle heißen,
Ist übrigens auch Alicia Joe transfeindlich, meine Freunde. Ich weiß jetzt nicht, ob explizit der radikale Demokrat so denkt, aber einige aus der Bubble, die hier auch streamen und zur LGBTQ gehören, haben tatsächlich die Meinung, dass sie transfeindlich ist. Und ich weiß nicht, wer von euch Alicia verfolgt. Ihr könnt ja einfach mal reinschreiben, was denkt ihr, könnte sie gemacht haben, deswegen sie transfeindlich ist. Dennis, dankeschön, dass du Chef Schrobel einen Sub geschenkt hast. Kann er sich bestimmt nicht selber leisten hier. Ich warte einfach mal ganz kurz wegen ihrem Gender-Video. Nee, das Gender-Video war es tatsächlich nicht. Das war es nicht. Genau, das mit dem Sport. Kann ich euch auch zeigen, Digga. Und das ist... diese Bubble ist wirklich... Also Real Talk, es ist so highly beängstigend. Also jetzt mal Real Talk, es ist wirklich beängstigend. So, Alicia Joe trans. Und zwar hat sie vor 2 Jahren mal dieses Video hier hochgeladen. Da ging es um... Laurel Hubbard. Das ist eine männlich geborene Person, die jetzt eine Transfrau ist, also sie möchte als Frau leben und sie ist Gewichteheberin. LMS, Dankeschön für den Prime Sub. Das Problem ist, dass sie ihre ganze Jugend und ihre ganze, Kato, danke für den Prime Sub, ihre ganze Pubertät als Mann durchgemacht hat und dadurch hat sie natürlich auch mehr Muskeln, ne, weil Männer nun mal einfach biologisch mehr Muskeln haben, auch wenn man das nicht hören möchte. Männer und Frauen sind tatsächlich unterschiedlich, die sind nicht gleich, ja, es tut mir leid, dass ich das hier einfach mal so sagen muss und... ja, es wurde quasi kritisiert, dass sie, ich glaube, das war sogar bei den Olympischen Spielen, durfte sie bei den Frauen mitmachen, obwohl sie halt ihre männliche Pubertät hatte, mehr Muskeln hatte und so weiter. Und ich glaube, sie ist auch 40 oder so. Und bei den Olympischen Spielen, normalerweise, die Leute sind da, keine Ahnung, 20 bis 30 maximal. Und das ist natürlich für biologische Frauen einfach absolut unfair und da kann man auch, aus logischer Sicht kann man da nichts anderes zu sagen, dass es unfair ist, wenn eine Transfrau, die ihre Pubertät als Mann durchgemacht hat, dann bei den Frauen antritt, weil sie einfach halt dann einen biologischen Vorteil hat, der jetzt nicht so ist, dass man sagen kann, hey, keine Ahnung, du bist zufällig 3 Zentimeter größer, deswegen bist du jetzt der bessere Abwehrspieler oder so, sondern gerade beim Gewichteheben, die zieht noch ganz schön was nach oben für ihr Alter und das hat sie quasi kritisiert, dass das halt unfair ist für biologische Frauen und deswegen ist sie transfeindlich. Das müsst ihr euch mal überlegen. Deswegen ist sie transfeindlich. Das war genau das gleiche mit Chef Strobel, der hat nämlich auch gesagt, dass das unfair ist. Gut, er hat sich auch ein bisschen doof ausgedrückt, er hat gesagt, es sollte halt sowas wie die Paralympics geben für Transpersonen. Das ist natürlich sehr doof ausgedrückt, ne? Aber generell eine eigene Kategorie für Transpersonen vielleicht oder so wäre tatsächlich halt fair. Weil das Ding ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine Transfrau bist, du kannst bei den Männern nicht mithalten, bei den Frauen hast du aber einen Vorteil. So. Keine Ahnung, das Ding ist, du sollst natürlich keine Nachteile davon haben, wenn du dich mit deinem Geschlecht nicht identifizieren kannst oder du möchtest dein Geschlecht wechseln, so ist es absolut fein, so, und du solltest deswegen nicht diskriminiert werden und per se auch keine Nachteile haben, aber gerade beim Sport, so, dass du kannst, also für die Männer bist du dann quasi zu schlecht, so, weil du ja auch dann kein oder wenig Testosteron hast, viel weniger als vorher logischerweise, für die Frauen bist du aber zu gut, weil du halt in vielen Fällen halt eine männliche Pubertät durchgemacht hast. Ja, so eine eigene Kategorie für Transpersonen wäre eventuell eine Lösung, über die man nachdenken sollte, damit es halt für alle Leute fair ist. So, und allein diese Meinung zu haben, ist für diese Bubble schon transfeindlich. Das müsst ihr euch mal überlegen. Azada, dankeschön für den Tier-1-Sub. Ich meine, das ist jetzt auch das Gleiche mit dieser Schwimmerin. Bruder, das, also, der... Sachen. Ist das Ganze, also aus meiner Sicht ist es ganz klar, er darf mich nicht einfach Fascho nennen und das werde ich auch einklagen. Es kann natürlich sein, dass der Richter das trotzdem anders sieht, dann ist das so, dann werde ich in die nächste Instanz gehen und so weiter und so fort. Aber, diese Selbstsicherheit, was er hier macht, dass er sagt, ich bin 100% safe, ist genauso Geschwurbel. Das ist so ein Blödsinn. Du kannst nicht sagen, dass du zu 100% gewinnst. Das funktioniert so nicht. Ne? So funktioniert das nicht. Und ich habe ein bisschen ein anderes Gefühl als er, ja. Aber schauen wir einfach mal. Und jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ne? Ich glaube, er versucht die ganze Zeit auf cool zu machen. Ich glaube, er weiß nämlich eine Sache oder er weiß sie nicht vielleicht. Das Ding ist, wie lange kann man eigentlich zum Kochen brauchen, Alter? Du hast ja jetzt auch öfter gefragt, wie verhält sich das mit den Kosten und mit den Gewinnen und Verlieren. Ich glaube, er spricht darüber auch nochmal. Warte, ich guck mal kurz, ob ich was finde. Ansonsten talk ich darüber mal. Sehr hoch.
So, jetzt muss ich leider die Leute bannen. Also ich kann natürlich verstehen, dass ihr jetzt hier euren Meister verteidigen müsst, aber ich muss mir wirklich keine Sorgen machen. Also da pokert jemand sehr, sehr hoch. Ah, und du nicht? Denkst du? Warum bist du so rot? Es ist ja echt heiß drin. Also leiten Verfahren. Ja, Bro, wann kann man denn jemand damit rechnen, hier mal was zu kriegen, Alter? Man arbeitet so hart, ey. Und Anwalt ruft wegen anderen Sachen an, Leute. Ich muss mal ganz kurz telefonieren. Das überspringen wir. Hä? Ach so, er ist weg, lol. Hä? Er gechillt. Dafür bist du aber ziemlich dicker Bruder, oder? Und könnten die Anwälte von Dara nicht das Mandat widerlegen wegen Differenzen? Ja, also lustigerweise habe ich tatsächlich mit meinem Anwalt darüber geredet und meinte auch so, jo, keine Ahnung, ist das nicht irgendwie auch ein Interessenskonflikt, weil ich sag mal, das ist ja schon auch gerade so ein Bubble-Kampf so ein bisschen, ne? Also ich, Skurrus, ja, Monte an sich auch, er reagiert ja drauf, aber hat ja rechtlich da nichts zu tun. Ja, gegen halt diese Leute. Ja, die meinten aber, ist halt kein Interessenskonflikt, weil es da halt um ganz andere Sachen geht. Wenn jetzt, keine Ahnung, Shoyoka zum Beispiel ankommen würde und würde gegen Skurrus vorgehen wollen, dann würden die das Mandat natürlich nicht annehmen. Ne, aber da geht es ja nicht um diesen Hauptbeef, sage ich mal, ist so ein Nebenschauplatz mehr oder weniger halt, ne, ob er ihn jetzt Fascho nennen darf oder nicht. Deswegen ist da leider kein Interessenskonflikt. Ich habe alles versucht. Twitch-Klage, haust du Update raus? Nee, das Ding ist, da kein großes Update, außer dass das Gericht uns nochmal was mitgeteilt hat, was leicht positiv ist für uns. Ja, es ist unfair, dass du vor Gericht als Mann gegen eine Frau antrittst. Ich trage eine Perücke, alles gut. Neutral zu werden ist und die Klage haben wir ja frisch eingereicht, das heißt, da gibt es jetzt noch nicht so krasse Updates. Ne? Die Klage gegen Twitch läuft und ja, guck mal, was der VIP schreibt. Wenn rauskommt, dass der nicht in Malta wohnt, bekommt er Probleme. Ja. Bitte was? Wer wohnt auf Malta? Ich hätte überhaupt keine Ahnung. Vielen lieben Dank. Das vergesse ich dir nie. Der hat wahrscheinlich so zum Jackenvideo geguckt oder so, ne? Wie geht es dir? Mir geht's. Hätte sagen sollen, dass ich keine Pilze mag. Na egal, wird jetzt gegessen. Also wirklich, so. In letzter Zeit habe ich den Spaß meines Lebens. Ja, mega, oder? Ich habe tatsächlich überlegt, Ashley, einen Gina-Witz zu bringen. Aber dann dachte ich, das kommt nicht rüber und dann, ist irgendwie hier ganz schlechte Stimmung. Deswegen habe ich auch. Riesenspaß. Wirkt das authentisch, Chat? Sag mal. Glaubt ihr ihm das? Und so, was hat er gesagt? Ich habe mich auf mein Essen konzentriert. Der hat wahrscheinlich so Team Jacken-Video geguckt oder so, ne? Wie geht es dir? Mir geht's, also wirklich, in letzter Zeit habe ich den Spaß meines Lebens. Ich habe Riesenspaß. Wirkt das authentisch, Chat? Sag mal. Glaubt ihr ihm das? So. Ja, das ist halt so dieses so, hey, eigentlich ist alles scheiße, aber ich tue einfach so, als würde es mir voll gut gehen. Ich finde, der redet auch extrem abgehoben so, dieses, ich bin sowas Besseres und so. Das haben die alle irgendwie so ein bisschen an sich, diese ganzen Linken so, ne? Also die Pseudolinken, Entschuldigung, Pseudolinken. Aber ich bin immer noch Politikstreamer und ach, ich, gar nicht, krass. Ich würde gerne heute, weil wir haben selbstverständlich... Rianico, Obama bitte... Irgendwer hat ja gerade in den Chat geschrieben, dass Tanzverbot laut seinem Twitter irgendwie einen Autounfall hatte wegen der Trennung. Stimmt einfach gar nicht. Ich habe gerade extra nachgeguckt, weil ich auch so dachte, scheiße, was ist jetzt los? Bruder, warum erzählst du so eine Scheiße? Ich verstehe das nicht. Ist das irgendwie cool, sowas reinzuschreiben? Irgendwer hat das hier gerade gepostet. Ich suche dich jetzt sogar selber raus, Alter. Wenn ich das noch finde, der Check geht heute gut ab. Ah, hier, Wondery, Digga. Er hat geschrieben... Laut Tanze. Janiko hier war ganz schnell unterwegs. Warum postet man so eine Scheiße? Ich noch, wirklich? Keine Ahnung. Der macht bestimmt einen Bannungsantrag, direkt ablehnen, Digga, der ist hier nie wieder frei. Joka-Gedöns und Skurrus-Gedöns ist halt außer auch. Außer er postet das noch, dann okay, aber ich habe gerade geguckt. Ich weiß nicht, wenn ihr dazu Videos habt, können wir uns die sehr gerne anschauen. Ich glaube, Solmecke hat nochmal ein Video gemacht, das habe ich mir bei Offstream schon angeschaut. Und. Da muss ich sagen, das guckt an, ich hatte gerade einen Verkehrsunfall, ich bin wirklich am Ende. Ach so, scheiße. Okay, Bann ihn mal bitte wieder. Ach, der Kacke. Schreib hier mal eben. Aber zu meiner Verteidigung, bei Twitter steht's nicht, ja. Ja, Bann ihn mal bitte wieder, Reniko.
so semi, also das auch so sehr... Du bist gar nicht vorher, nicht, Digga, er hat geschrieben auf Twitter. So. Aufschlussreich, weil... Ach nee, Quatsch, da geht's gar nicht um Shuyoka und Skurus, da ging's um... Dann bannst du ihn, weil ich hab den Namen jetzt auch nicht mehr. Ich guck nach. Ah ja, wurde schon aufgehoben, okay, super. Und TV und Shuyoka. Ey, bester Mann. Und das Ding ist halt, dass da ein Solmecke macht ein Video über etwas, was er nicht gesehen hat, sondern nur durch einen Kuchen-TV-Stream mitbekommt. Also, was er da für beispielsweise für eine Abmahnung irgendwie hätte. Aber das Ding ist halt, der zeigt, also der hat die ja nicht veröffentlicht. Und so, ich weiß nicht, wenn ihr dazu Videos habt, können wir uns die sehr gerne anschauen. Ich glaube, Solmecke hat noch mal ein Video gemacht, das habe ich mir bei Offstream schon angeschaut. Digga. Und Alter, hat er sich irgendwas darüber angeguckt? Alter, wenn der radikale Demokrat sich irgendwas dazu angeguckt hat, Alter, da will ich auf jeden Fall rein. Der, wie heißt denn der da? Heißt der Radikale? Der ist sogar live, Junge, was geht, Bro, bester Mann? So, ey, die reden sogar gerade über Transfeindlichkeit. Okay, Videos, das müsste ja dann der Stream von gestern gewesen sein, oder? Was ist der Stream von gestern? Gucken die da irgendwas? Er guckt was von Stay. Dr. Watson, irgendwas anderes? Nee, anscheinend nicht, schade. Da muss ich sagen, das fand ich so semi. Also das auch so sehr, also, sehr nicht sehr aufschlussreich. Weil, ach nee, Quatsch, da geht's gar nicht um Shuyoka und Skurus, da ging's um Kuchen-TV und Shuyoka. Er hat sich auch mein Video und das Ding ist halt, dass da ein Solmecke... Warte. Was hat er sich hier angeguckt? Dankeschön erstmal für den Sub. Auf was für ein Video hat denn der reagiert? Das ist nur... Wohl klar, ja, ist es? Ist es? Also guck mal, er hat hier drauf reagiert, aber weißt du das? Der, ich check auch gar nichts, Digga. Überall sind immer 10.000 Kameras, Alter. Keiner weiß mehr, auf welche. Das ist von Dings oder nicht. Aber hier bin auch ich irgendwo. Guck mal, hier hat er mein Video geguckt. Ach, er guckt die Monte-Reaction oder was? Offstream, Digga. Er hat doch gesagt, er würde reingucken. Ja, aber hier bitte. Hä, Digga. Und film mich mal bitte von hier. Was soll das denn, ne? Nee, guckt euch das Männervideo, oder? Ach so, ja, gut, okay. Da gucken wir schon das von Video über etwas, was er nicht gesehen hat, sondern nur durch einen Stream mitbekommt. Also, was er da für beispielsweise für eine Abmahnung irgendwie hätte. Aber das Ding ist halt, der hat die ja nicht veröffentlicht. Sehr lecker. Und dementsprechend geht dann Solmecke nur von dem aus, was da so ein Tim Held sagt. Und das ist natürlich jetzt nicht so aufschlussreich. So ein Tim Held kann ja auch Quatsch reden und so. Digga, ich krieg gleich einen Kollaps, Alter. Junge. Also, hör mal zu. Also natürlich, ich habe übrigens auch Christian Solmecke habe ich gestern geschrieben. Ich meinte so, ey Bro, was geht? Wenn du mal wieder ein Video zu mir machst oder so, sag Bescheid. Ich schicke dir gerne alles rüber, was du brauchst, damit er da vernünftig drauf eingehen kann. Natürlich, Christian Solmecke kann jetzt nicht, sag ich mal, eine hundertprozentige Aussage bei sowas machen. Ja, weil natürlich, er sieht nur die öffentlich einsehbaren Informationen. Ich habe doch aber gezeigt, welche Aussagen Shuyoka mir verbieten möchte. Und Christian Solmecke selber ist anscheinend im Äußerungsrecht tätig und er hat auch wahrscheinlich halt auch schon viele Verfahren hinter sich, gehe ich einfach mal von aus. Das heißt, er kann schon einschätzen, was eine Meinungsäußerung ist und was vor Gericht verboten wird. Er muss sich doch nicht angucken, wie argumentiert wird, das ist vollkommen egal, weil er kann doch sehen, wenn da jetzt steht, keine Ahnung, sie ist eine toxische Person, dann kann er doch sagen, ob das etwas ist, wo man gegen vorgehen kann oder nicht. Es ist vollkommen egal, wie der Anwalt da argumentiert hat, weil man ja direkt sagen kann, ja, okay, safe, da kann man gegen vorgehen oder nicht. Das heißt, auch diese Aussage macht einfach keinen Sinn. Guck mal, jeder Anwalt, wirklich jeder Anwalt sagt, dass die Abmahnung kompletter Mist ist. Ja gut, also meiner und Christian Solmecke. So, ja, also beide sagen, dass das kompletter Mist ist. Und die Bubble sagt dann trotzdem noch, obwohl er selber kein Anwalt ist, er gar keinen Plan davon nicht, sagt er so, ja, aber ja, der konnte ja nur auf das eingehen, was Tim Held sagt, so, ne? Und der muss ja nicht alles sagen, so, ne? Das kann man jetzt hier nicht zu 100% wahrnehmen. Bruder, was willst du noch, Alter? Guck mal, selbst da, ein Anwalt sagt dir, dass das keinen Sinn macht. Jemand, der Experte auf diesem Gebiet ist, sagt dir das. Und er setzt sich trotzdem in den Stream und sagt, nö, Digga, also das, nö, muss nicht sein. Sonst? Warum auch Sorgen machen? Kostet am Ende auch nur einen Haufen Geld und Nerven. Ja, Nerven weiß ich nicht. Mal, aber wenn ich halt gewinne, dann zahlt ja alles der Skurrus. Also, stimmt doch gar nicht. Ich mache ein Video bei den radikalen Demokraten, ja, kannst du ja auch sicher sein. Würde ich, ja. Also,
Oh, da muss ich dich mal kurz informieren, wie das läuft, weil ich glaube, du unterschätzt da etwas und du weißt nicht, wie unser Rechtssystem funktioniert. Vielleicht bist du deswegen auch so offensiv an die ganze Sache rangegangen und glaubst die ganze Zeit, du könntest machen, was du willst. Aber um das Digga, wisst ihr, was, Digga, das wird so abgehen. Irgendjemand wird dir die jetzt klauen, weil ich werde es nicht machen, ich bin zu voll. Komm, ihr müsst eine Schüssel rausbringen, die von der Anfangstemperatur, wenn du sie aus der Schublade holst, sehr kalt ist und die dann quasi die Wärme aus dem Essen zieht, sodass du nach ein oder zwei Minuten die Schüssel und das Essen gleich warm ist, sodass du es direkt essen kannst. Digga, das ist krank. Viel Spaß mit der 5 Millionen Dollar Idee. Ich werde auf jeden Fall dann irgendwie das Ding kostenlos kriegen. Mal kurz für alle zu erklären, wie das mit den Kosten funktioniert. Digga, das Standbild. Wenn man ein Verfahren gegen jemanden stimmt, gewinnt, ich meine Kühlschrank, klar. Bruder, ich esse auch immer aus dem Kühlschrank. Dann bekommt man nur die Kosten erstattet, die nach RVG berechnet sind für die Anwälte. Nicht aber, was die tatsächlichen Kosten sind. Das stimmt nicht. Das heißt, auch für mich bedeutet es ein Geldverlust tatsächlich. Das ist sehr traurig für mich, wenn ich das Verfahren gewinne, weil mein Anwalt kostet auch 450 Euro die Stunde. Ne? Peinlich. Mein Anwalt kostet 450 Euro die Stunde. Das ist sehr, sehr schade ums Geld. Ne? Deswegen habe ich mir auch überlegt, vielleicht auch irgendwas zu gucken, wie man das mit den Kosten macht. Ne? Die Sache ist nämlich, wenn ich das Verfahren gewinne, bleibe ich halt auf den Kosten wahrscheinlich stecken. Das bedeutet, wenn ich jetzt, mein Anwalt steckt da 40 Stunden in den Fall, dann kann man sich das ja ausrechnen, dann sind das fast 20.000 Euro. Und das Gericht, wenn ich jetzt zum Beispiel zu 100% Recht bekomme, wird sagen, ja gut, Skiris, du hast zwar 20.000 Euro Ausgaben gehabt, aber nach RVG sind das eigentlich nur 7.000 Euro. Das heißt, die 13.000 Euro, ich sag dir, wie viel ich zahle. Schuld, wenn du die so einen Spitz... Tut mir leid mit den Essensgeräuschen, das ja? Was soll ich machen? Also in deinem Fall müsste das ja genauso sein, Dara, weil du hast ja den Höcker als Anwalt und wenn du, also die Kanzlei Höcker, das bedeutet, wenn du die Kanzlei Höcker also beauftragst und du das ganze Verfahren sogar gewinnst und du am Ende 20.000 Euro hinblättern sollst, ja, dann muss ich dir 7.000 Euro ungefähr erstatten. Ist halt auch blöd dann für dich, dass du 13.000 Minus hast, ne? Ja, guck mal, das, weißt du, das sind so Dinge, die ich meine. Ich verstehe nicht, wie wenig Ahnung solche Leute anscheinend haben. Und ich kenne den radikalen Demokraten halt jetzt nicht, aber der hat jetzt ja auch keine große Reichweite. Was macht der denn beruflich, dass der sich die Höcker-Anwälte leisten kann? Also die kosten auch so in dem Dreh, kann ich euch auf jeden Fall sagen. Bisschen mehr, ne? Kommt natürlich drauf an. Vielleicht hat er auch, weiß nicht, irgendwie gehandelt oder whatever, kein Plan. Ich weiß ja nicht, wie die das machen. Aber Erzieher ist der Digga, wie will der sich das denn leisten? Vor allem, ich weiß nicht, also auch eine Rechtsschutzversicherung, die übernimmt doch auch nicht jeden Anwalt, oder? Es gibt ja welche, wo Anwälte vorgegeben sind, es gibt welche, wo du dir selber einen aussuchen darfst, aber du kannst dir doch nicht einfach den teuersten Anwalt nehmen, oder? Also dann würde die Rechtsschutzversicherung ja pleite gehen, oder? Also ich kann mir, also er wird auf jeden Fall endlos viel Geld zahlen, also selbst wenn er gewinnt, da hat Skiro schon recht. So, das ist ja auch das Ding, bei mir und Isan Bayern zum Beispiel, das ist jetzt ja auch vor Gericht gegangen und ich glaube, ich habe Kosten von so 9.000 Euro bisher gehabt. Und selbst wenn ich jetzt alles gewinne, dann kriege ich irgendwie so, keine Ahnung, 5.000 oder 6.000 Euro erstattet, 4.000 bis 6.000, irgendwie sowas. Das heißt, ich bleibe auf 5.000 bis 3.000 Euro einfach sitzen, obwohl ich gewonnen habe. Ist natürlich auch irgendwo klar, du musst natürlich auch halt, also du darfst ja theoretisch klagen, so, ne, per se auch in Ordnung, also gehst einfach weg. Hm. Ja. Ist halt die Sache, deswegen, ich hätte mich am liebsten mit dir so geeinigt, ich habe dich abgemahnt, ne, aber, ja, ist für mich sehr, sehr belastend, die 13.000, wahrscheinlich für dich nicht, du kannst die 13.000 wahrscheinlich besser wegstecken als ich, weil jemand wie dir ist ja Geld egal, sage ich mal, ne, das wird ja bestimmt kein Problem für dich sein. Ne, dass das Verfahren, egal ob du gewinnst oder verlierst, am Ende für dich da scheinbar Kosten übrig bleiben. Für mich ist das sehr, sehr traurig, weil ich liebe Geld. Ich liebe Geld über alles. Und mir wird das sicherlich wehtun. Ja, deswegen kann man schon sagen, du gewinnst Dr. John, aus der Perspektive, als du eben gesagt hast, du gewinnst zu 100% das Verfahren. Ja, aus der Sicht gewinnst du definitiv. Sehr, sehr schade halt am Ende. Ne? Naja. So ist das halt, ne? So. Oh nein, weißt du schon, das soll es doch nicht sein. Aber was gut ist, die 13.000 werden doch für dich, werden doch für ihn, würden doch... Na, hier ist noch was. Aber für dich doch gar nicht. Doch, für mich, ja, für ihn tut das doch nicht weh, der so einer gibt doch nichts auf Geld. Ne? Okay, wir gucken, was hier noch kommt. Übrigens, Leute, ne, Gönnergy, wer holt sich Gönnergy alles, wenn Gönnergy rauskommt? Mal kurz oder Gönnergy 1 im Chat. Wer kauft sich alles Gönnergy, wenn Gönnergy in die Läden kommt? Gönnergy ist echt geil, kann ich euch nicht sagen.
Niemals. Gut, du wirst gebannt. Das war's für dich. Er redet jetzt gerade wieder Scheiße. Oh, das will ich mir in der VOD auf jeden Fall angucken. Wiedersehen. Wie lange ist denn der gerade online, damit ich den Timestamp habe? 3 Stunden 30. Leute, ihr könnt eure Meinung immer hier frei äußern im Chat. Halt nur nicht bei der Gönnergy-Frage. Das geht hier so nicht. So nicht. Das. Ne? So. Gut, Leute. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen ins Geschwurbel wieder rein. Ach, wie heißt der? Der radikale Autokrat. Ach nee, der heißt die Demokrat. Ach, das ist Satire, ne? Das ist Satire, ne? Ah, okay, verstehe. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz. Sorry, aber... Erstmal wollte ich gucken, ob er noch weiter was hier gesagt hat. Gucken wir nochmal ganz kurz hier. Ne, und dann, und das wäre super dumm, weil danach ist es halt wirklich offiziell. Ne, also. Er meint, wenn ich den Prozess verliere. Aber deswegen habe ich in den Tweet ja auch nicht geschrieben. Achso, ich würde mal sagen, noch da im Übrigen, stimmt. Warum ist jetzt seine Kamera auf der anderen Seite? Ich würde natürlich auch, wenn ich Dr. Centipede, dankeschön für den Sub. Klar kostet das Ganze dann noch mehr Geld, ne? Und das wäre für mich sehr belastend mit dem Geld. Boah, Junge, er geht ja noch richtig lange auf das Thema ein. Ja. Gut, dann gucken wir das wahrscheinlich nicht zu Ende, aber... Dass es offiziell ist, dass man ihn so nennen kann. Geht er gleich rüber, ja. Du bist verdammt überheblich, kriegst du selber mit. Sag das dem Skuros. Digga. Wieso klärt man das eigentlich echt über den Anwalt und geht vor Gericht? Was hat man danach, selbst wenn man gewinnt? Ja, es ist absolut dumm. Komm, das gleiche auch bei Shuyoka. Ich verstehe es nicht. Ich meine, Kai, sie hat sich 5-mal widersprochen, aber sie meinte ja, dass sie quasi dagegen vorgehen möchte, damit ich irgendwie keine Videos mehr über sie mache, was sie mir generell schon gar nicht verbieten darf. Selbst wenn ich 1-2 Äußerungen davon wirklich nicht mehr sagen darf, am Ende mache ich genauso Videos, nur sage ich dann halt was anderes. Und beide haben Geld verloren. Ich verstehe das nicht, weil man kann sich auch einfach so einigen, indem man einfach mal vernünftig miteinander redet. Warum muss man immer zum Anwalt laufen? Ich verstehe das nicht. Es ist halt, also ich habe selber gelernt, ich bin auch schon gegen Leute vorgegangen früher. Ich weiß selber, dass das absolut dämlich ist. Es ist für beide Leute einfach nur Verlust. Es macht keinen Sinn. Anwälte machen keinen Sinn. Das Ding ist nur daran, ich kann es mir erlauben aktuell. Und deswegen genieße ich das. Was denkt ihr denn, wie das funktioniert? Dass man einfach, dass das Rechtssystem einfach hier Geld einwerft und dann kriegst du Ergebnis raus, was du möchtest? So funktioniert es halt nicht. Funktioniert auch nicht, wie du es dir vorstellst. Ich hatte hier einiges. Was habe ich denn? Ich wollte einmal Jörg Sprave. Was? So, hier. Ich glaube. So. Stay hat eine Gewerkschaft gegründet. Leute. Jetzt hören wir mal hier rein. Das wird auf jeden Fall sehr witzig. Okay? Oh nein, Digga. Okay, schieb die Kamera weg, ich bleib jetzt hier. So, wir reagieren jetzt auf das Video hier von... Tatsächlich mal. Eigentlich Stay, aber der radikale Autokrat, nee, Demokrat, wie auch immer, reagiert da drauf. Ein Video von Stay, normalerweise. Das ist ja der, mit dem wir hier auch die Abmahnung bzw. die Klage. Okay, sag jetzt das Bein, jetzt bin ich gespannt, Alter. Ich reagiere quasi auf die beiden, ja. Wir reagieren jetzt hier auf die beiden. Ja, man muss auch mal neidlos anerkennen, dass es echt richtig gut gekocht. Dann gucken wir uns mal die Gewerkschaft an, die da gegründet haben auf Twitch. Wie gut sie ist und wie gut sie nicht ist. Das ja nicht. Aber wir haben das ja schon mal gemacht. Da ging es um die Streamer-Gewerkschaft. Mhm. Und wenn jetzt schon 500 Leute hier sind, dann lohnt sich das auch. Weil zwar sind das wahrscheinlich 300 Hate-Watcher, aber ihr könnt ja auch noch hier was lernen. Oh, wir können was lernen, Digga. Bin ich jetzt nochmal gespannt. Dementsprechend... worum geht's? Stay hat eine Gewerkschaft gegründet. Wir nennen es mal Gewerkschaft. Ja, man kann es auch Kollektiv nennen oder Interessensvertretung. Interessensvertretung, da fängt das ja schon an. Die Frage ist, welche Interessen werden denn vertreten? Die gründen eine Gewerkschaft, eine angebliche Gewerkschaft, und übernehmen die Regeln von Twitch. Die haben wirklich legit die Regeln von Twitch übernommen und haben gesagt, wer Twitch gebannt ist, fliegt auch aus der Organisation da raus. Geil, mega. Das ganze wild. Also eigentlich... Boah, ich bin sogar auf dem Discord, ich habe da nie irgendwas gemacht. Ich unterstütze sie den Arbeitgeber. Oder das machen sie auch nur, weil sie mad waren über die 50%-Regelung. Ja, so, da geht's halt um, obviously, finanzielle Interessen, ne? So, I don't know, ganz komisch. Ist egal, es ist kein offizieller Verein.
Also es gibt keine Rechtsform, die dahinter steckt. Aber hat da eine Klimaanlage oder warum hat er einen Pulli an? Meine T-Shirts sehen aktuell alle scheiße aus. Hä? Man kann ja, man muss bei der Hitze, muss man, also tatsächlich, und du hast irgendwann diese riesigen Schweißflecken, deswegen nehme ich gerade aktuell lieber so einen Pulli, weil da sieht man das nicht. Aber das Schlimme mir geht's ist gut von der Temperatur her. Also, ne, Stay hat so eine Interessensvertretung gegründet und ich bin da auch rein und habe versucht, mich da so gut es geht zu engagieren. Gut, also Leute, hier sind wir schon mal, ist schon mal das erste Warnsignal. Er ist da drin und wirkt mit verlasst, so schnell es geht. Wenn Streamer da drin. Ich werde den auf jeden Fall auch verlassen, den Discord, also da bin ich auf jeden Fall raus. Drin sein soll, die gedacht haben, das ist eine gute Sache. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr noch jetzt alle ist, laufen jetzt muss man raus, ja. Rennt. Ich meine es nur gut mit euch. Und wir haben dort Weil das, dass er da mitwirkt, ist schon mal highly beängstigend. Meiner Meinung nach. Satzung geschrieben. Das heißt, wir machen dort nicht einfach alles irgendwie chaotisch, basisdemokratisch. Ich habe das Video hier noch nicht gesehen. Ich habe es gerade von Stay geschickt bekommen. Basisdemokratisch, da bin ich ja mal gespannt, wie deren Demokratie da so aussieht. Und ja, ich hoffe, das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, was er da drin gesagt hat. Ich hoffe natürlich, das ist aufschlussreicher, aber dann erfahren aber wir, das wie das Video demnächst weitergeht. Aber das Video haben wir doch auch schon aufgehört von Stay, oder? Und also, Stay ist jetzt dort nicht der, ich sag mal, aktive Part. Ne? Stay hält sich mit Absicht dort zurück. Und ich zum Beispiel zusammen mit anderen Leuten haben dort sehr viel versucht zu gestalten. Also beispielsweise haben wir eben diese, haben wir so eine Satzung geschrieben für, also wie als wären wir ein Verein, dass wir ein Regelwerk haben, dass wir einen Vorstand wählen, dass wir ein Schiedsgericht wählen. Sowas haben wir dort. Ein Schiedsgericht habt ihr eingebaut? Also an sich, ich habe ja gesagt, es ist ja an sich auch cool, dass sie sich dafür einsetzen und so alles. Nice, danke für den Euro. Aber Junge, wie kann man so übertreiben? Ist ja schon wahr, Digga, Twitch wird sich dafür einen Scheiß jucken, Alter, und die stecken da Energie rein wie sonst was, Alter. Junge, Junge, Junge. Also, wie gesagt, ist es ja cool, dass sie sich da engagieren und so weiter, ne? Aber, also, man kann es auch ein bisschen übertreiben mit Schiedsgericht und so. Digga, was ist das denn, Alter? Ihr habt ein Schiedsgericht. Was denken die denn, was sie da gegründet haben? Ist schon, also, das kannst du jetzt schon mal, das kannst du jetzt schon in die Tonne treten. Highly beängstigend. Junge Mr. Bass, dankeschön. Bester Mann. Ja, ich sag euch, Leute. Vor allem, ich meine, also, was wollen die denn mit einer Fassung und einem Schiedsgericht? Wollen die dann da so Twitch-Beef klären oder was? Wenn ich so, keine Ahnung, Stay at Beef mit Skurros und dann treffen die sich da im Discord und das Schiedsgericht entscheidet dann, wer recht hat oder was? Der ist ja der Exoblade, dankeschön für den Prime Sub. Das ist unangenehm. Fix, dankeschön für den Sub. So, wir hören mal kurz weiter rein. Geht um die Interaktion Twitch versus Streamer. Ja, weil Twitch wird sich wahrscheinlich mit dem Schiedsgericht von dem Discord dann zusammensetzen und mit denen diskutieren, Bruder. Ja, sozusagen zu Papier gebracht, die ist 20 Seiten lang, diese Satzung. Ich komme ja aus dem ganzen Vereinsgedöns, Gewerkschaftsgedöns, Parteigedöns, deshalb kenne ich mich auch aus. Und andere Leute kannten sich auch aus, wir haben das zusammen ausgearbeitet. Wir haben das dann zur Abstimmung eingereicht und das wurde dann auch angenommen. Aktuell sind noch nicht so viele aktive Mitglieder in dieser Organisation drin. Das sind gut so. Also ich kann nur noch mal dazu raten, sich dick fern davon zu halten. Guckt euch da an, was da passiert. Das ist wirklich wild. Das wird auch nicht funktionieren. Nicht ja, wie könnt ihr denn diese Essensgeräusche hören, Alter? Junge, ich geh's, wir finden ich erkläre auch gleich, warum. So circa 50 aktive Leute, sage ich mal. Ja, die nehmen vor allem an diesen Abstimmungen teil. Und das, es sollten natürlich mehr werden. Also wäre cool, ne, das heißt, wenn ihr selber streamt hier auf Twitch,
Inzwischen sind die Bedingungen geändert worden. Das heißt, wenn man mindestens 25 Viewer pro, also im Schnitt erreicht, nicht pro Stream, sondern im Schnitt erreicht, kann man beitreten. Und wenn man Affiliate beziehungsweise Partner ist. Ich die ganze Zeit Partner ab. Ja, ich weiß nicht, wie das Mikrofon hier eingestellt ist. Ja. Keine Ahnung. Ihr könnt dort auf den Server gehen vom DSK und. Wenn man Affiliate oder Partner ist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da fängt das ja schon an. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Streamer, ihr habt 100 Zuschauer, ihr wollt aber den aktuellen Vertrag nicht annehmen, weil ihr nämlich unzufrieden seid mit deren Regelungen, auch sei es das Finanzielle oder überhaupt, weil da Regeln sind, die euch nicht passen oder irgendwas euch an Twitch stört und deswegen nicht die Affiliate-Sachen. Ihr müsst euch erst in die Hände von Twitch begeben, damit ihr ein Mitspracherecht habt bei den Leuten. Digga, das kannst du dir nicht. Ja, das ist halt wirklich dumm. Es gibt ja auch Leute, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Axel, hat ja auch irgendeinen Grund genannt, warum er der Affiliate und so weiter abgegeben hat. Also ich finde nicht, dass das ein Grund sein sollte, warum man da nicht mitmachen darf. Oder? Imagine. Genau deswegen sollte es doch sowas eigentlich, wenn man schon davon redet, doch sowas geben. Damit man eine Stimme hat. Warum will man nicht gepartnert sein aktuell mit Twitch? Aus Gründen. Aber du kannst gar nicht mitwirken, wenn du gar kein Partner oder Affiliate bist. Ach du Scheiße. Dankeschön. Und den müsst ihr euch dort einfach nur melden, könnt so ein Ticket schreiben und dann könnt ihr dort aufgenommen werden in den ganzen Verein. Wahrscheinlich gibt es hier auch, genau hier ist der Link. Und ihr könnt dort dem Spaß beitreten. Es ist jetzt nicht ganz 4 Wochen her, glaube ich, dass ich dafür okay, gar nicht. Einen halt das so. Verein, ein Verbund. Ach so, Level Boxen hört. Einen kollektiven Verbund aus Streamerinnen und Streamern angestoßen habe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Dachbereich. Der sogenannte DSK-Verbund. Deutschland, Österreich und Schweiz. Dach. Ah. Das Streamer-Kollektiv. Danke, Wenan. Der DSK. Der Dach-Streamer-Kollektiv. So. Auto geht nicht. Und das habe ich vor. Also ich weiß es gar nicht, ihr wisst es vielleicht besser als ich, aber vor ungefähr 4 Wochen gemacht. Dürfen auch Streamer von Kick mitmachen? Also wir beschränken uns aktuell eher auf Twitch. Wie gesagt, ne, es zählen ja die Statistiken von Twitch, nicht die Statistiken von Kick. Also wenn du ankommst mit, ich habe 25 Viewer auf Kick im Schnitt, dann wird dir das nicht weiterhelfen. Wenn du natürlich gleichzeitig auf Kick und auf Twitch streamst, dann kann uns das egal sein. Dankeschön. Was ist in dieser Zeit passiert? Es gibt immer noch einen Discord. Auf diesem Discord sind zum jetzigen Zeitpunkt Ich finde das so schwierig einfach. Na gut, aber ich weiß nicht. Ich würde lieber nochmal was anderes gucken. Mitgliederregistrierungen. Ich bin zu faul, mir das jetzt durchzulesen und das komplett tops zu nehmen. Wirklich, ich bin dafür zu faul. Wir hören einfach mal hier rein, was gesagt wird. Berichte, wie der Vorstand gewählt wird. Digga, wie kann man das denn so ernst nehmen, Alter? Kannst du mir zufällig was zu trinken bringen? Zu Parität. Chat, eine Frage. Glaubt ihr, Twitch interessiert das, was die hier machen mit ihren Parität dann auch für mich gelten? Drei davon. Digga, Junge, guck dir das mal an. Wie kann man das denn so ernst nehmen? Also, keine Ahnung, wie gesagt, es ist ja an sich cool, wenn sich Leute für sowas einsetzen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Digga, es wird Twitch einen Scheiß jucken. Digga, und die arbeiten da so dieses ganze Zeug aus, Alter. Junge, und denken dann, die hätten die Welt gerettet, Alter. Junge, Twitch wird euch einen Stinkefinger zeigen und wird sich einen Scheiß mit euch auseinandersetzen. Alter, Junge, guck dir das mal an, Junge. Wie kann man denn so übertreiben, ey? Junge. Ja, gut. Aber, wir gucken lieber nochmal was anderes, würde ich sagen. Weil, ja, weiß ich nicht. Irgendwie, weiß ich, sehe jetzt nicht den Sinn drin, mir da 5 Stunden anzuhören, warum die Organisation nicht gut ist. Aber Video über der radikale Demokrat kommt auf jeden Fall.